Willkommen zurück bei Evolent 2. Letzte Folge haben wir ja, also mit Bravour, beim ersten Mal gleich ein ziemlich leichtes Schieberätsel gelöst. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Ich hoffe mal, hier kommen nicht noch mehr solche Schieberätsel, sonst haben wir jetzt jeden Part so eine halbe Stunde oder so. Eieiei. Das war echt blöd. Das war aus Versehen. Ein Mammutsteak. Der Tierschutzverein würde alles andere als begeistert sein. Oh oh. Tut mir leid. Oder so. Einfach mal alles weggeräumt. Schnapp sie dir! Wer? Wo? Hä? Hä? Huch? Wer bist du denn? Hm? Weil das auch fair ist. Rückzug! Lass sie nicht entwischen! Achso, sie hat den Rückzug geschrien, ja. Das arme Mädel scheint einen Pechtag zu haben. Mein Lieber, sollt ihr helfen, Kuro? Ja. Na gut, packen wir es an. So, was ist hier los? Hi. Hm? Wer seid ihr? Kenne ich euch? Hat Professor Giro euch geschickt? Nein. Wer ist Professor Giro? Komme niemals in sein Labor zurück. Das Professor Giro aus Dragon Ball? Wir kennen keinen Professor Giro. Wir möchten helfen. Lasst mich gehen. Ja, tschüss denn. Danke. Na. Schnappt sie euch! Aber seid vorsichtig, der Oberst will sie lebend. Wer will wen lebt? Moment, Leute, hallo, au. Ey. Ruhe bewahren. Oh, shit. Tschüss. Jetzt kommen hier Wellen von Gegnern, was ist denn da los? Boah. Ey, das kann doch jetzt nicht sein. Oh, wer ist das denn? Was geht hier vor? Wo ist das Mädchen? Au! What? Wer sind diese Leute? Sie haben uns angegriffen, als wir das Ziel festnehmen wollten, Oberst. Ich habe euch doch davor gewarnt, ihr Angst einzujagen. Wo ist sie? Sie ist entwischt, Oberst. Sucht weiter. Und nimm die beiden anderen im Palast auch fest. Was? Nehmt die beiden anderen im Palast auch fest. Welche anderen beiden im Palast? Egal. Ich werde es später verhören. Also, die sollen uns festnehmen und in den Palast. Ja, Sir. So. Na super. Kuro. Kuro? Steh auf! Entschuldigung, Aha, endlich aufgewacht, ja? Ja.
Ich habe noch immer keine Ahnung, wo wir sind, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich fürchte, es wird noch eine Weile dauern, bis ich wieder bei meinem Vater bin. Ich meine, schließlich hat man uns ins Gefängnis geworfen. Was für ein Drecksloch. Man sollte meinen, man hätte um 50 Jahre in der Blütezeit des Kaiserreichs zurückversetzt. Ja, das, ja, aber das kann doch nicht sein, Zeitreisen. Also ich bitte dich. Jedenfalls wird es zunehmend schwieriger, all das mit Logik zu erklären. Magie ist immer die Logik in solchen Spielen. Hey, schaut mal. Also hat er uns, was er gebracht hat, mal wieder vergessen, die Tür zuzuschließen. Das kein Glück ist. Ja, vielleicht sollten wir ihm Bescheid sagen, dass er das vergessen hat. Nicht, dass er noch Ärger kriegt oder so. Das wäre ja blöd. Denkt ihr? Was ich auch denke? Ja, super, also gehen wir. Bin sicher, ihr schafft das schon. Sie haben euch das Schwert abgenommen. Also solltet ihr die Soldaten vermeiden. Nicht jedes Problem kann man mit Gewalt lösen, wisst ihr? Ich? Na, wenn du das sagst. Redselig wie eh und je. Ich zähle darauf, dass ihr uns aus diesem Loch rausholt. Ja, der ist am Schlafen. Schleichen wir einfach ganz vorsichtig. Hallo. Ah, Mist. Oh. Schleichen uns einfach hier im Schatten. Ich bin der Schatten. Be water, my friend. Ah, lauf! Auch wenn er jetzt mitten im Licht vor der Speicherpunkt, aber das war wichtig. Lauf! Oh, oh. Dass der raus kann. Auf! Das war knapp. Weicher Punkt. Wie kommen wir denn hier weiter? Natürlich! Natürlich, Metal Gear Solid, oder was? Wirklich, Kuro. Was macht ihr denn da? Ja. Sag bloß nicht, ihr glaubt tatsächlich, dass ihr an den Wachen vorbeikommt, indem ihr euch unter dieser Kiste versteckt. Ja, also, ich meine. Alter, frage ich mich, wie auf solche Schnapsideen kommen. Viele PlayStation-Spiele gespielt und so. Also gut. Wenn ihr darauf besteht, versucht es nur. Aber sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt. Das geht. Also. Was? Wo soll ich denn langlaufen? Sollen das gehen? Also ich kann nicht nach oben, ich kann nicht nach unten. Moment, war da hinten? Frage ist, wie weit kann der sehen? Sieht er das, wenn ich hier langlaufe? Nee, das sieht er nicht. Gut zu wissen. So. Oh fuck, der sieht uns. Er sieht uns nicht. Komm, lauf an uns vorbei. Genau. Alter.
Oh, fuck. Das war, das war blöd. Wir laufen einfach der Patrouille hinterher. Oh, fuck. Oh, Mist. Oh, das war blöd. Die Grundidee war schon mal nicht schlecht. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, ob er es sieht oder nicht. Mist. Lauf! Na, wer bist du denn? Die Umgebung langsam vertraut. Manchmal werden die Türen offen gelassen, aber das hat nichts zu bedeuten. Ohne die Parole gibt es kein Entkommen. Ich hatte den perfekten Plan. Ich habe mir den Grundriss des Gefängnisses auf den Rücken tätowieren lassen. Aber weil ich keinen Spiegel hatte, konnte ich ihn nicht sehen. Ah ja. Also das ist eine Anspielung auf Prison Break, die Serie. Nur so. Am Rande, falls das jemand nicht gesehen haben sollte. Oh, fuck. Ja, dann bist du sprachlos. Na gut, ich gebe es zu. Ihr hattet recht, was die Kiste angeht. Am Ende war die Idee doch gut. Konnte ich das... Aber wie konnte ich wissen, dass diese Soldaten dermaßen fiktiv, nein, das ist nicht das Wort, nach dem ich suchte, dermaßen außerstande wären, eine Kiste zu bemerken, die sich direkt vor ihrer Nase bewegt. Wie auch immer, gute Arbeit. Hoffen wir, dass das nächste Stockwerk auch so einfach wird. Ja, natürlich, ich meine, was ist die April? Okay, ja, da sind Wachen, der hier schläft. Ja gut, Nadu? Hier sieht doch gleich. Hm, ach ja. Ritter Robert bricht auf. Nicht aufgehen Westen. Ritter Robert gehört zu den Besten. Gehen Westen, den Besten. Das Ende weiß ich nicht mehr. Das könnte die Parole sein. Gehen Westen, den Besten. Ernst noch was dazu sagen? Nee. Robert, gehen Westen, den Besten. Wir merken uns das einfach mal. Die Magie verwendet ein uraltes Zahlungssystem, bei dem der Buchstabe C für 100 steht. Das ist aber nett. Oh, hi. Noch eine Meile. Wenn ich nur die ganze Parole wüsste, müsste ich hier nicht graben. Ich weiß nur, dass das Wort Brokkoli darin vorkommt. Den Besten. Dann Brokkoli? Macht doch alles gar keinen Sinn. Weiter, okay. Nein, oh, ich bin aber auch äußerst dämlich. Hier lang. Warum brenne ich denn in den Typen rein? So, ich setze mich nochmal etwas bequemer hin.
Warten wir erstmal, bis er wieder zurückläuft. Ich wollte weiter nach rechts laufen. Ich bin so ein Idiot. Oh nein. Nochmal. Hä? Wie ist denn er jetzt aufgewacht? Bin ich jetzt zu nah an ihm vorbeigelaufen? Eieiei. Geht das? Ja, das geht. Das geht. Sehr gut. Das schaffen wir schon. Wenn ich mich nicht wieder so blöd anstelle, dann wird das schon. Hey, cool, riecht es viel besser. Und etwas sauberer ist es ja auch. Ich bin sicher, dass wir uns dem Ausgang nähern. Übrigens, was ist mit der Parole? Vielleicht wissen die anderen Gefangenen mehr. Ja, das wäre jetzt so meine nächste Idee gewesen, dass wir mit den Gefangenen noch weiterreden. Jeder kennt den letzten Teil der Parole. Ja, würdest du ihn mir auch sagen? Durch diese Tür muss die Parole kennen. Ja, Gemüse. Lieben meine Kinder besonders. Brokkoli. Wird der Robert in den Lied? Gehört zu den Besten, ist ein barmherziger Mann, tötet die Bösen, ruft Ifrit herbei. Ja, wir sind bei Final Fantasy, gehört zu den Besten. Wenn ich bis C IV zähle, erhalte ich, also C steht für 100. 105? 104. 104. Das V bedeutet, das V davor steht, ist es glaube ich die 4. Welches Schicksal wählt ihr? Liebe, Hunger, siebter Sinn, Tod. Welches Schicksal? Hunger. Die Parole stimmt nicht. Einer der Gefangenen versucht auszubrechen. Welches Schicksal wählt ihr? Welches Schicksal, jeder Kind? Welches Schicksal wählt ihr, Liebe? Oh, Kollege. Gehört zu den Besten. 104. Welches Schicksal wählt ihr? Liebe. Das wäre jetzt sehr echt. Ich habe irgendwo einen Gefangenen übersehen. Brokkoli. Am besten. 104. So, den siebten Sinn. Mein Tod. Wird passieren. Was? Ja, seid ihr denn bekloppt? Wie weit läuft er jetzt? Jetzt kommen da noch mehr. Sehr gut. Ja, natürlich. Natürlich kommen da jetzt noch mehr. Da muss ich jetzt echt hier weiter. Durch das Hauptquartier. Schau drauf, runter, lauf. Nein! Oh, shit. Hm. Dich weg, genau.
lieber mal auf Nummer sicher gehen. Ein Five-Konzert, was ist denn los? Ah! Hier hinten ist doch nichts, oder? Ich werde noch versuchen, hier zu entkommen. Ich werde jetzt nicht den Part hier mittendrin aufhören. Dafür ist es spannend. Okay. Und jetzt? Ein altes Schwert! Hi. So, Leute. Ich glaube, wir beenden hier mal den Part. Und freuen uns auf die nächste Folge von Evoland 2. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.